Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung, mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Infos zu Diablo 4. Im gestrigen Campfire-Stream wurden weitere wichtige Veränderungen offenbart, die ich für euch wieder kurz zusammenfassen möchte. Letztes Mal haben wir etwas über den neuen Season-Inhalt, generelle Patch-Änderungen und Quality-of-Life-Updates erfahren. Heute geht es um Veränderungen an den Items und Klassen. Die Entwickler haben sich dabei an einer 5-Punkte-Strategie orientiert, die elementaren Widerstände sollen überarbeitet werden, Units sollen interessanter werden, Klassenverbesserungen für mehr Vielfalt und die Schadenskalkulation soll auch verändert werden, sodass kritischer Schaden und Schaden an Verwundbaren nicht mehr so hoch über allem anderen steht. Einige Spieler werden jetzt Sorgen um ihre Builds haben, doch ein Desaster wie bei den letzten gravierenden Veränderungen bezüglich des Schadens soll es nicht geben. Denn der 5. Punkt lautet, die Veränderungen sollen ein Bonus und kein Malus werden. Schauen wir uns nun die Umsetzung an. Aktuell werden Resistenzboni invers multiplikativ verrechnet, was dazu führt, dass weitere Boni immer weniger bringen. Die Widerstände haben zwar kein Limit und können theoretisch unendlich hochwachsen, doch praktisch erreicht man selbst 60-70% nur sehr schwer. Außerdem schützt bis dato der Rüstwert sowohl vor physischem als auch vor elementarem Schaden, was Widerstandsaffixe auf Gegenständen erst recht überflüssig macht. Nach dem kommenden Patch wird es anders aussehen, die Resistenzen werden sich wieder ganz trivial addieren und es wird ein Basislimit von 70% geben, das man durch neue Boni auf bis zu 85% erhöhen kann. Es wird also prinzipiell so wie bei Diablo 2, nur mit anderen Caps. Der Rüstwert des Charakters wird in Zukunft nur noch einen Effekt gegen physischen Schaden haben, dafür werden Ringe aber genau wie Amulette alle Resistenzen erhöhen. Weitere Boni wird man sich über Items, Paragon-System oder Skilltree holen. Nun zu den Unique-Items. Das Problem ist hier, dass viele Unique-Items relativ nutzlos sind und der Spieler sich über den Drop kaum freut, selbst wenn das Item eigentlich sogar für seinen Build gedacht ist. Es sollen also sehr viele Uniques überarbeitet werden, ein paar Beispiele schauen wir uns gleich an. Grundsätzlich soll es neben den einzigartigen Aspekten auch einzigartige Affixe geben, die auf anderen Items nicht vorkommen. Und für die Affixe soll es auch keine Slot-Regeln mehr geben. Die Werte von allen möglichen Affixen können dann außerdem auch höher rollen als bei vergleichbaren Items. Hier könnt ihr ein paar Beispiele sehen. Fäuste des Schicksals bekommen Damage-Boost auf Glückstreffer statt Leben, und bei Schattengriff sehen wir, dass der Schaden vom Schattenklon erhöht wird. Der Höllenhammer soll Ränge auf Aufwühlen geben und der Schaden an brennenden Gegnern wird erhöht. Und Zorn der Urahn wird beim Nutzen von Stahlgriff einen Schadensboost geben, anstatt die Gegner zu verlangsamen. Eine sehr wichtige Änderung gibt es auch bei den Loot-Tables. Natürlich können alle Unique-Items nach wie vor überall dort droppen, wo zuvor auch. Doch bei den 5 neuen Bossen wird man bestimmte Items besonders häufig finden. Man kann also viele Unique-Items dann gezielter farmen. Denn nichts ist ätzender, als wenn man genau den Gegenstand, den man für sein Bild braucht, einfach partout nicht finden kann. RNG sagt nein. Ganz besonders interessant wird Duriel sein, denn hier finden wir auch die ganzen Über-Uniques wie Shaco oder Großvater in der Liste. Kurz ein paar Klassenänderungen. Beim Barbaren sind die Paragon-Bretter zu schwach, insbesondere die legendären Knoten, daran wird also geschraubt. Und der Schaden im Berserker-Modus soll in Zukunft ein multiplikativer Bonus werden. Berserker-Schaden wird dann ein extra Damage-Bucket, sowie Crit-Schaden und Schaden an Verwundbaren. Also ziemlich stark. Der Aspekt für den Hotabab wird auch verbessert, der Schadensbonus gilt dann sowohl für den Schlag als auch für das Beben. Bei der Zauberin soll Flammentod besser werden, indem sich der Schaden schneller hochkanalisiert. Und die Erweiterung von gefrorene Kugel wird zusätzliche Explosionen bei Elite-Gegnern anrichten. Da fast jeder Jägerbild den Basisskill Einstich verwendet, werden alle anderen mit dem Patch gebufft. Und der Passivskill Impetus wird etwas verbessert und gilt für alle Nicht-Basisfertigkeiten. Beim Druiden bekommen die Raben mehr Schaden und kritische Trefferchance und Tollwut soll ebenfalls mehr Schaden bekommen und auch besseren Flächenschaden, indem es sich schneller ausbreitet. Beim Totenbeschwörer werden vor allem die Minions verstärkt, alle Summoner sollten sich also freuen. Der Kältebringer-Aspekt wird außerdem verbessert, sodass alle Skelettmagier den Blizzard casten können. Und Schilde geben dem Nekro bald auch Rüstwert. Nun zu den Veränderungen bei der Schadensberechnung. Bisher ist es ja so, dass die Affixe kritischer Trefferschaden und Schaden an Verwundbaren überragend stark sind.
Beide sind je ein zusätzlicher Multiplikator in der Kalkulationskette. Daher ist die Strategie bei den meisten Builds, dass man einfach besonders viel Crit-Schaden und Schaden an Verwundbaren über die Affixe reinholt, weil diese beiden Faktoren am Ende multipliziert werden. Diese Damage-Buckets werden daher limitiert. Verwundbar-Schaden auf 20%, Crit-Schaden auf 50% und Überwältigungsschaden ebenfalls auf 50%. Alles, was über dem jeweiligen Wert mitgebracht wird, kommt in den additiven Damage-Bucket, wo auch alle anderen Affixe wie Kernfertigkeitsschaden oder Schaden an nahen Gegnern wirken. Das heißt also, man wird in Zukunft nicht mehr ganz so viel kritischen Trefferschaden und Verwundbarschaden auf seiner Ausrüstung haben wollen. Wenn man das Maximum schon erreicht hat, sind andere Schadensaffixe nämlich oft doch sinnvoller, weil sie höher rollen. Die Caps sind meinem Empfinden nach etwas niedrig angesetzt, doch wenn es zu drastisch sein sollte, kann da ja auch noch nachjustiert werden. Dafür bleibt die Schadensberechnung von Crit und Verwundbar grundsätzlich weiterhin multiplikativ. Weil einige Builds dadurch etwas schwächer werden, soll aber auch die Monsterpower angepasst werden, sodass jeder Build im Idealfall noch genauso gut funktioniert wie zuvor. Aber alle Builds, die ohne Crit und Verwundbarkeit spielen und derzeit noch sehr schwach sind, sollten somit ordentlich geboostet werden. Außerdem sollen die Charaktere ja auch durch die ganzen zuvor besprochenen Veränderungen stärker werden, wie zum Beispiel stärkere Paragon-Knoten und Aspekte. Es sollen dann auch pro Klasse 2 neue Glyphen fürs Paragon-System zu finden sein. Das waren die wesentlichen News zum kommenden Patch und ich werde euch die Tage einen richtig lustigen Build präsentieren, der von den Veränderungen vielleicht sogar noch profitieren wird, und zwar der Bowling Bear. Bis dahin verabschiede ich mich, macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Wiedersehen.